Hallo, gleich kommen die roten Milane mich besuchen. Da wollte ich mal ein neues Rezept ausprobieren, und zwar Tannenspieße. Dafür brauchst du eine Rolle Blätterteig, rotes Pesto, Schinken, ein einfaches Besteckmesser, ein scharfes Messer, einen kleinen Löffel und Schaschlikspieße aus Holz. Und natürlich, wie bei jedem Backrezept, ein Backblech mit Backpapier drauf. So, und jetzt kann ich auch schon loslegen. Okay, also erstmal musst du den Backofen vorheizen. Ich stelle meinen jetzt auf 200 Grad, damit er warm wird. Jetzt nehme ich mir den Blätterteig. Und jetzt das rote Pesto dünn drauf bestreichen. Wie das riecht! Ich liebe Pesto. Dann mit dem Messer 12 längliche und gleich breite Streifen schneiden. Auch der Schinken muss länglich geschnitten werden, so dass er auf den Blätterteig passt. Und jetzt kannst du einen Tannenbaum machen. Die Streifen werden wellenförmig durch den Spieß gezogen. Oh Mann, das ist gar nicht so einfach. Wenn es dir schwerfällt, dann bitte einen Erwachsenen um Hilfe. Das Ende des Blätterteigs kannst du einfach einrollen. Und schon sind die Tannenspieße fertig. Jetzt kommen sie alle auf das mit Backpapier belegte Backblech und ab in den Ofen damit. Auf der mittleren Ofenschiene müssen sie jetzt für 15 bis 20 Minuten goldbraun gebacken werden. Wow, sehen die nicht lecker aus? Und das ging doch echt flott. Die roten Milane werden sich riesig freuen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit!